Doch, Kinners, da bin ich wieder, euer Schulsammler-Löwe. Ja, ich weiß, ich sehe gerade auch ein bisschen verpennt aus. Liegt daran, dass mein Schlafrhythmus wieder im Arsch ist und ich gerade vor ein, zwei Stunden erst aufgestanden bin und meine Augen noch ein bisschen aufgequollen sind. Aber egal, ich habe mir gedacht, im heutigen Video zeige ich euch mal die Schuhe, die ich mir das letzte halbe Jahr so gekauft habe. Ich habe ja schon mal so ein Sneakers-Video gemacht, das ist auch ziemlich gut bei euch angekommen. Und weil mich jetzt momentan echt wieder viele gefragt haben, was hast du da für Schuhe an, wo kriegt man die her, wie kann man die sich in den Arsch stecken, habe ich gedacht, zeige ich euch heute mal wieder die Schuhe, die ich das letzte halbe Jahr so gekauft habe. Bevor das Video startet, würde ich von euch gerne mal wissen, ob ihr Bock hättet, dass ich mit KF und T-Zone mal wieder ein lustiges Video zusammen mache. Also ich finde unsere Videos zu dritt eigentlich ziemlich cool. Und wenn ihr darauf Bock habt, dass ich mit T-Zone und KF mal wieder ein Video zusammen mache, dann lasst dem Video doch einfach einen Daumen nach oben da. Dann werde ich die beiden überreden, dass wir uns zu dritt mal ein lustiges Video ausdenken. Einfach einen Daumen oben da lassen, dann kann ich sehen, ob ihr überhaupt Bock darauf habt. Als allererstes will ich euch erstmal Winterschuhe zeigen. Also ich habe sie zu Weihnachten bekommen und muss ehrlich sein, ich hatte sie 2-3 Mal an. Das sind Timberlands. Die hat meine Tante mir gekauft zu Weihnachten. Ich finde die halt, die sehen ziemlich cool aus. Schaut euch einfach mal an, wie ich die gerade anhabe. Und für den Winter sind die echt richtig geil, weil die haben, guckt euch das mal an, was die hier für ein Fell drin haben. Da kann die überhaupt nicht mehr kalt werden. Also wenn du irgendwie eine Schneewanderung machst oder sowas, sind, glaube ich, Timberlands echt die besten Schuhe, die man haben kann. Ich finde die auch von den Farben halt ziemlich geil und ich finde, zum Winter passen sie einfach. Und ich glaube, dass sie nicht nur für den Winter gut sind, sondern auch für so Wandertage. Falls der Lion sich mal aus dem Bett bewegen sollte und mal einen Tag mit seinen Freunden wandern gehen sollte, von denen ja natürlich auch jeder wandern geht, werde ich auf jeden Fall meine Timberlands anziehen. Vielen Dank nochmal an meine Tante für diese tollen Schuhe. Sind auch ziemlich teuer und sind auch wirklich die einzigen Winter-Wanderschuhe, die ich habe. So, als nächstes zeige ich euch mal meine neuesten Air Max. Also ich habe mir das letzte halbe Jahr, was heißt nur, 2 Air Max Paare gekauft. Das ist ja eigentlich schon ziemlich viel für ein halbes Jahr, aber wie ihr vielleicht wisst, finde ich Air Max einfach mega geil. Schaut euch auch mal an, wie ich diese schwarz-weiß-grauen anhab. Das sind eigentlich so einer meiner Lieblings Air Max Schuhe momentan, weil die halt schlicht sind und man die zu jedem anziehen kann und ich finde es halt cool so. Also das ist auch so ein bisschen Leopardenmuster. Das Graue kann man jetzt vielleicht gerade nicht sehen, aber vielleicht auch doch. Und das Gute ist an den Schuhen halt, die kannst du wirklich zu jedem Anlass anziehen. Außer natürlich, du gehst jetzt auf eine Hochzeit. Da wäre es nicht so angebracht, wenn du dir irgendwelche Air Max anziehst. Deswegen, ja, aber so, sonst sind die leicht kombinierbar, auch mit den Klamotten. Da habe ich aber noch 2 Eyecatcher Air Max, beziehungsweise ein paar Eyecatcher Air Max. Das sind diese im Wildleder. Ist es Wildleder? Ich denke, es ist Wildleder. Roten Air Max. Und die finde ich auch ziemlich geil. Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein weißes oder ein schwarzes, schlichtes Outfit anhast, dann stechen die Schuhe richtig raus. Und das finde ich gerade so geil an den Schuhen. Also wenn ich mal einen Tag wieder abgefreakt sein will, dann ziehe ich mir einfach diese Air Max an und raste aus. Also so für einen Eyecatcher, wenn du irgendwie ein bisschen auffallen willst. Oder mit kleinen Akzenten, zum Beispiel eine rote G-Shock, eine rote Snapback und dazu diese Schuhe und dann ein komplett schwarzes oder weißes Outfit. Seht das schon ziemlich geil aus mit diesen Schuhen. Hatte ich in letzter Zeit auch öfters mal wieder an, aber kann man halt nicht zu allem tragen. Das ist halt das Ding. Man kann es zwar, aber man muss aufpassen, dass man es halt nicht mit Farben, die dazu gar nicht passen. Also ich würde sagen, hier passen eigentlich nur schwarz oder weiße Klamotten zu. Oder halt rote. Aber ziemlich geile Schuhe, auf jeden Fall. Kann ich euch nur empfehlen. So, und dann habe ich mir natürlich auch, weil jeder meiner Freunde sie hat, nein, ich habe sie mir geholt, weil ich sie jetzt auch selber cool finde, die Nike Air Force One geholt. Und das Coole bei den Nike Air Force One ist einfach, die kannst du auch wieder zu jedem Scheiß tragen. Die sind mega gemütlich und ja, keine Ahnung, du hast einfach keine Probleme, wenn du mit den Dingern rumläufst. Noch ein Großteil für mich, weil ich ja gerade nicht der Größte bin, ist, dass die mich größer machen durch die große Sohle. Das ist auch ein bisschen cooler für mich. Und ich finde bei diesen Schuhen ziemlich cool, wenn du dir dazu leuchtende Schnürsenkel holst. Ich konnte jetzt in Zusammenarbeit mit Miyakosan, konnte ich die Glow in the Dark und die Glow in the Sun Schnürsenkel in den Shop holen. Ich zeige euch mal, was die Glow in the Sun Dinger können. Also die Glow in the Sun Dinger sind so, wenn du damit zum Beispiel jetzt rausgehst in die Sonne, in dem Moment wechseln die Schnürsenkel ihre Farbe. Also es gibt Pink, es gibt Gelb, es gibt Schlag mich tot, fast jede Farbe. Aber wenn du damit jetzt zum Beispiel rausgehst und die Sonne scheint, dann wechseln die in dem Moment die Farbe. Wenn du dann wieder reingehst, nach Hause oder sonst wo, sind sie wieder weiß. Und das finde ich bei diesen Glow-in-the-Sun-Dingern ziemlich geil,
weil das irgendwie so auf einmal so ein Eyecatcher auf einmal wird. Also wenn du Bock hast, dann kannst du dir auch mal eben so sagen, hier, nehme ich mal eben pink, zack, in der Sonne draußen wird es dann auf einmal farbig. Und stellen sich alle deine Freunde die Frage, wie geht das? Aber noch geiler finde ich natürlich die Glow-in-the-Dark-Schnürsenkel. Die sind sowas von geil. Also ich habe das mal jetzt noch ein paar Mal getestet, ob das auch wirklich klappt. Ich habe die gerade eben auf meinen Balkon einfach gestellt und mal eine Stunde lang gewartet. Bin dann damit in mein Badezimmer gegangen, ihr könnt es jetzt hier gerade sehen. Und habe das Licht dann einfach mal ausgemacht und die Dinger, die scheinen und strahlen sowas von hell. Und was meint ihr, wie geil das ist, wenn du die im Club anziehst, Alter? Das ist dann so, wenn dir da einer auf die Schuhe guckt, weil er behindert oder besoffen ist, dann sieht der direkt so Farben, Alter, und... Ey, ich finde die Dinger einfach nur geil. Und das Coole ist halt, dass ihr die Schnürsenkel bei Miyakosa für 3,80 Euro bekommt, statt für 4,99 Euro. Weil in einem Laden, ich habe mir die auch schon mal in einem Laden gekauft, kosten die 4,99 Euro. Miyakosa konnte es aber irgendwie so deichseln, dass ihr jetzt nur 3,80 Euro für die Dinger zahlen müsst. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und ich gucke nochmal eben nach, in welchen Farben die dann alle in dem Shop haben. Also die haben die Glow in the Dark in Blau, in Flatless Green und in Smellless Green. Und die Glow in the Sun, die dann, wenn die Sonne scheint, draußen die Farbe wechseln. Die haben die in Pink, Purple und Yellow. Also in Pink, Lila und Gelb. Und ich kann euch die nur empfehlen. Also ich würde mir einfach von jedem Ding zwei Paar holen. Also einmal die für die Sonne und einmal die für den Club abends im Dunkeln. Sieht auch geil aus, wie ihr jetzt in dem Video gerade eben gesehen habt. Und 3,80 Euro kannst du nichts falsch machen. Finde ich super cool. Ich habe euch die Links zu den Dingern einfach mal direkt in die Infobox geballert. Und da gibt es auch eine Happy Haul. Müsst ihr mal gucken. Geht vom 2.5. bis 9.5. Und da könnt ihr dann halt alles ein bisschen billiger bekommen. Schaut einfach mal die Links, die ich euch in die Infobox geballert habe, an. Holt euch ein paar von den Schnürsenkeln. Ich habe auch und ich feiere diese Glow-in-the-Dark-Dinger des Todes, Alter. Egal, weiter zu den nächsten Schuhen. Die nächsten Schuhe sind meine Jordan Flights. Und die Jordan Flights sind der absolute Mega-Knüller. Jetzt übertreibe ich aber. Und zwar habe ich die einmal in Weiß und nochmal in Rot. Und ich würde jetzt gerade mal in den Kommentaren von euch beantwortet wissen, welche Farbe ihr von den Flights cooler findet. Findet ihr die in komplett weiß geiler? Dann schreibt in komplett weiß. Oder findet ihr die in rot-schwarz geiler? Dann schreibt in rot-schwarz. Ich würde gern echt mal wissen, welchen Style von diesem Schuh ihr cooler findet. Es ist im Prinzip der gleiche Schuh. Ist auch wieder mega gemütlich. Gleicht auch dem Nike Air Force One ein bisschen. Ist halt nur ein bisschen flacher und ein bisschen dünner, so meiner Meinung nach. Und die, wie nennt man das hier oben? Die, Zungen, Schuhzungen, sag ich jetzt mal, sind was länger und sehen halt cool aus. Und es ist halt Nike Flight Air Jordans. Meiner Meinung nach einer der geilsten Schuhe, die ich in meinem Sortiment habe. Und ja, ich kann mich nicht entscheiden, welche ich geiler finde. Natürlich ist der zu Outfits leichter zu tragen, aber genauso gut ist der hier auch wieder für einen Eyecatcher-Moment. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, welchen ihr cooler findet. Und als allerletztes habe ich mir mal wieder rote Vans gekauft. Die hatte ich schon mal in einem Little Bit flacher, die eigentlich für Mädels waren. Jetzt habe ich mir wieder die normale Jungs Edition geholt und die habe ich mir fürs Longboarden gekauft. Die sind wirklich die besten Schuhe fürs Longboarden und ich feiere die. Die sind einfach mega bequem für den Sommer sowieso. Meiner Meinung nach die geilsten Schuhe. Also es gibt keine geileren Schuhe im Sommer als Vans, finde ich. Und ja, mega bequem, luftig und gehen dir nicht auf den Sack und sind fürs Longboarden einfach der absolute Mega-Knaller. Das war's auch schon mit den Schuhen, die ich mir so das letzte halbe Jahr geholt habe. Für meine Verhältnisse sind es eigentlich ziemlich wenig, obwohl, na, es ist schon ziemlich viel. Aber ich bin halt, was G-Shocks, Schuhe und Snapbacks angeht, bin ich ein totaler Fanatiker und Messi und Fan. Und deswegen habe ich auch so viele. Vielleicht hättet ihr ja auch mal Bock, dass ich ein Video über alle meine G-Shocks mache. Wie sieht's denn damit aus? Gebt mir einfach mal einen Daumen hoch, wenn ihr meint, ach, Lein, du kannst auch mal ein Video über alle deine G-Shocks machen. Einfach Daumen oben da lassen. Am Ende würde ich gerne mal so einen kleinen Vergleich mit euch machen. Ich würde mal gerne wissen, auf welche Marken ihr eher steht. Steht ihr eher auf Adidas-Schuhe oder steht ihr eher auf Nike-Schuhe? Schreibt für Nike-Schuhe einfach Nike-Schuhe in die Kommentare. Für Adidas-Schuhe schreibt ihr mir einfach Adidas-Schuhe in die Kommentare. Weil ich muss wirklich sagen, ich habe ja auch die Erfahrung mit Adidas und mit Nike gemacht. Und bin der Überzeugung, dass Nike wirklich die allergeilsten Schuhe der Welt hat. Also es gibt, ich weiß nicht, ich glaube 90% meiner Schuhe sind Nike-Schuhe. Deswegen, also, vielleicht liegt es aber auch nur an meinem Geschmack. Ihr könnt mir das ja einfach mal in die Kommentare sagen. Vergesst natürlich nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr Bock habt, dass ich und T-Zone und KF mal wieder ein Video zusammen machen.
Das wäre sehr cool, wenn euch das gefallen würde, dann würde ich das mal in Angriff nehmen. Und rechts von mir kommt ihr jetzt zu meinem letzten Video. Das war das I Style My Girlfriend mit der lieben Dagi. Einfach mal reinschauen, ist auch wieder cool bei euch angekommen. Wer es noch nicht gesehen hat, kann ja mal reinschauen. Und hier links von mir kommt ihr zu meinem letzten Sneakers-Video. Das ist auch schon, lass mich lügen, ein halbes Jahr, 8 Monate her. Da zeige ich euch die Schuhe, die ich vor diesen Schuhen hier alle hatte. Also die Schuhe, die ich euch heute gezeigt habe, das waren alles komplett neue, die ich noch nicht gezeigt habe. Und schaut rein, wenn ihr noch mehr von meinen Schuhen sehen wollt. Ich bin ein richtiger Schuhfanatiker. Ich wünsche euch alles Gute. Holt euch die Glow-in-the-Dark-Dinger hier. Und wir sehen uns, ne? Tschüss.